Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten und letzten Advents-Special dieses Jahr. Wir spielen heute mal Mario und Sonic und ich habe einen Brief gekriegt, habe ich eben schon gesehen, und zwar, wir sollen den Weihnachtsmann finden, yippie, er ist in der Schneeballschlacht Traum. Das Spiel bezieht sich logischerweise, wie schon ganz dezent am Namen zu erkennen ist, auf die Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010. Und wo ist denn hier das? Da unten ist Schneeballschacht, da brauche ich aber das Nunchuck zu. Wir werden probieren, so viele Events wie möglich zu spielen, und ich will jetzt einfach mal willkürlich irgendwelche Charaktere aus. Das Coole ist ja, das ist eine der einzigen Dateien, beziehungsweise eine der einzigen Discs auf meiner Wii, die noch gelesen wird. Yippie! Obwohl vorhin, als ich zum Einkaufen gegangen bin, auch ein wenig die Luft raus war. Sagen wir mal so, was meine ich? Ach genau, dann ist stand da wieder auf einmal, Disc ist voll defekt und so, scheiße. Aber es funktioniert trotzdem noch. Ich hatte schon Angst, aber das geht schon. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht mehr, wie man den Weihnachtsmann markieren konnte. Der sollte hier... Da hinten ist er schon. Man sieht den ganz dezent da mit seinen Rentierschlitten und... Das sieht unglaublich schlecht aus. Aber egal. Da hinten, ihr seht's. Auf der linken Seite. Typ in dem roten Schlitten, der alles rot hat, wo sogar... Der Weihnachtsmann hat viele Menschen getötet. Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Spiel ging. Ach, mit Minus. Genau, mit Minus. Ich wusste es. Doch. Also. Ey, die Musik, die kenne ich doch. Die ist aus Mario 64. Hä, wie mache ich denn? Ach so. Jetzt werfen? Hä? Wie wirft man dann mit B? Ich glaube, mit B wirft man, oder? Ich muss mal ausprobieren. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Hä? Ach ja, mit Schütteln. Okay, also das ist eine Traumdisziplin, weil logischerweise ist Schneeball, werfen keine Disziplin, Schneeballschlacht, keine olympische Disziplin, das gehört sich irgendwie logisch an. Und wir müssen jetzt ganz viele Leute töten und... Ey, komm, konntest du den Donkey Kong befehlen? Ach nee, wenn man ein Maxi-Item hat, dann ist man anscheinend unbesiegbar. Aber ja, wir sollen hier natürlich... möglichst viele Leute abschmeißen mit Schneebällen, und es gibt auch bestimmte Items. Jetzt haben wir zum Beispiel Turboschuhe, ich weiß gar nicht, was die bringen. Ich wollte gerade schauen, wie man ausweichen konnte. Ach, okay, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich glaube, das war mit, einmal den Controls die ganz schnell in der Richtung berühren, bewegen. Oh, ich habe keine Schneebälle. Ah, da kommt Schneebälle angeworfen. Und stirbt. Ah, nein, egal. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Nee, haben wir nicht. Oh, schade. Egal. Wir wollen ja eh nur so viele Dinger da wie möglich schaffen. Von daher ist das eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben den Weihnachtsmann wenigstens gekriegt. Kriegen wir dafür einen Bonus, bitte? Das waren jetzt schon 6 Minuten mit dem langen und wunderschönen Intro. Das Intro ist wirklich schön. Ich spiele natürlich die Wii-Version, weil die Wii-Version ein wenig schlechter ist. Aber hier sieht halt die Grafik ziemlich kacke aus. So, jetzt würde ich mal sagen, machen wir Snowboard fahren, aber da weiß ich gerade nicht, ob wir Traum oder Halfpipe oder whatever. Ja, wir kriegen 300 Punkte Sterne für den Weihnachtsmann. Yippie. Wir nehmen mal Halfpipe. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie das ging. Wie gesagt, ich habe das seit Monaten nicht gespielt. Seit Jahren. Ich nehme natürlich mich. Was bin ich für ein Spacko? Sieht ziemlich blöd aus. Wir machen aber eine andere Musik. Wir nehmen... Ja, Sonic Heroes. Komm's! Sonic Heroes! Yippie. Das mache ich im Übrigen jetzt nicht auf Anfrage von irgendjemandem, weil mir keiner einen Vorschlag geschrieben hat. Bis jetzt zumindest. Und am Advent, an dem das jetzt vermutlich kommt. Oder vielleicht kommt es auch später. Weil ich an dem Tag... verreise, yippie, im Auto für 8 Stunden Fahrt in einem kleinen Auto. Ich hasse mein Leben. So, egal. Mein cooles Mii
wird jetzt hier Party hart machen. So, und jetzt hoch da und dann machen wir Party und Party und Party und Party und... Yeah! Dann wieder hoch und dann machen wir das und dann das und dann das und dann machen wir coole Tricks und... Yeah! Ach, ich glaube genau, wenn man auf den Boden kam, dann musste man noch... Dann musste man noch wieder nach unten drücken. Ach man. Also nach unten schütteln. Ich mach ja auch gerade einfach irgendwas. Ja, musste man. Ich glaube, toll ist auch, dass... Nee, ich glaube, es gibt noch perfekt. Die A-Attacke, also die Speed-Attacke, die ist eigentlich relativ unnötig. Och, Mann. Sonic Heroes, es ist zwar generell so Heroes, obwohl die Physik ein wenig merkwürdig ist. Aber egal, wir haben ein pixeliges Publikum. Ha, das ist PP, das Pixel-Publikum. Ha, bin so witzig. Und wir sind nur Zweiter geworden, oh. Oh nein, nur Zweiter. Aber egal. Disziplin auswählen. Jetzt würde ich sagen, fahren wir mal Schieder, muss ich mir das in Anschlag nehmen. Na gut, muss ich nicht, aber nehme ich. Und ich trinke gleich erstmal was. Denn ich habe Durst. Aber erstmal, Disziplin aus dem Ski Alpin und zwar Riesenslalom. Hat das gerade gequietscht? Also in meinem Kopf hat es gerade ziemlich gequietscht, als ich das Ding an das Mikrofon geschoben habe. Ja. Ja, das hat es. In der Tat. Wir machen jetzt den Boss aus Domain Party Hard. Yeah! Riesenslalom im Whistler Creek Site. Crack Site? wie komme ich gerade auf Crack? Keine Ahnung. Aber egal. Whistle. Whistle ist ja so Flöte, ne? Oder? Na gut, Flute ist Flöte, aber Whistle ist Whistle nicht so Panflöte oder sowas? Egal. Wir tun ja auch immer ganz viel Zeug überspringen, weil das relativ unnötig ist und... Ach Gott, wie ging das denn hier nochmal? Einfach so, ne? Oder ne, man sollte möglichst hier... Ja, genau. Kriegt man noch einen Turbo-Boost. Wir machen hier voll Party-Hard, ach man. Oh! Und wow, und wow, und dann... Ah, oh, scheiße! Daneben, oh nein! Oh, geschafft, yeah, so gut. Und Und... Och, Mann. Ich möchte mal anmerken, dass ich Skifahren relativ scheiße finde. Ah, nein! Also nicht in dem Spiel, aber im Real Life. Ah, Mist. Vielleicht hattet ihr sowas auch mal, so einen Ausflug. Nein, das kommt, wie jetzt vielleicht du, lieber Hermann, denken möchtest, oder du, lieber Kai. Nein, es kommt nicht von dem Vorfall, sondern es kommt generell wirklich einfach nur da. Also, falls ihr das Video seht, aber ihr seht das vermutlich nicht. Außer du, Hermann, dir vertraue ich. Schreib mal in die Kommentare, ob du das siehst, bitte sehr. Auf jeden Fall, ich fand's relativ scheiße. Ich hatte irgendwie keine Kontrolle. Keine Kontrolle über die Skier. Keine Kontrolle. Es war ziemlich scheiße. Ich bin ja Anfänger. Bin ja nur einmal gefahren. Also diese Woche da. In der wir mit der Schule da Skiausflug hatten. Aber ich fand's wirklich, wie gesagt, relativ scheiße. Jetzt nehmen wir mal Eiskunstlauf Traum. Eiskunstlauf, ja, ich fand's relativ scheiße, weil es war... Man konnte sich auch nicht wirklich ausruhen auf Skiern, ne? Ne, wir sind jetzt mal... Wario und dann Zufall. Dann Zufall. Ja, auf jeden Fall, das fand ich relativ scheiße, weil es war so... Man hatte keine... Wir nehmen natürlich Marios Welt. Man hatte keine Kontrolle irgendwie. Bin ein paar Mal gestürzt. Ich war zwar nicht der Schlechteste, aber trotzdem. Ein paar Mal bin ich schon gestürzt und fand ich relativ scheiße. Ich hatte halt echt die ganze Zeit Angst, dass ich
sterbe. Nein, aber dass ich stürze. Dann sind wir auf einmal so, einfach so, weil die Lehrer gerade Bock drauf hatten, auf eine schwarze Piste, ne? Die war scheiße, die war... Boah, soll die so schlecht sein? Also, so schlecht zu fahren? Oder ist das extra so? Weil die war nicht nur steil, die war ultra hubbelig. Ah, Mann, war das hoch auf dem Berg. Ich weiß nicht, ob ich Höhenangst habe, aber es kommt mir manchmal so vor. Jetzt machen wir die Story of the... Of the Shiny Star. Ich bin ja hier der Dark Star, aber das ist ein Shiny Star. Und hier kann man auch nebenbei immer so ein paar Bewegungen machen. Manchmal kriegt man dann extra Punkte. Das geht bei der Wii U-Version nicht mehr. Wie gesagt, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, von daher kann ich auch das Timing nicht mehr so gut. Also ich sag das jetzt seit wenig oft, ich weiß. Was daneben? Was für ein Druck. Ah, komm, mach irgendwas. Naja, was lässt sich noch zu sagen? Eislaufen kann ich eigentlich ganz gut, also. Kurzlaufen logischerweise nicht, weil sowas macht man ja nicht. Geh da rüber. Perfekt! Das ist auch meistens, diese Punkte sind auch an Stellen bei der Musik, wo man noch hört, dass man dann was machen muss. Jetzt kommt hier voll die Dark Bowser Story. Yeah! Wow, voll der New Super Mario Bros. Hintergrund. Die Musik. Und jetzt kommen hier die Steinblöcke und dann geht das gleich voll. Aber ich finde den Eiskunstlauftraum echt cool. Aber ich war da mal besser, das kann man auch dazu sagen. Steinblock. Und jetzt über die Feuerdinger da, Feuerschranken. So. Jetzt kommt gleich Party-Hard-Tau-Salat. Ja. Und jetzt Musik ab. Ich find's auch toll, wie einfach immer der Hintergrund aus New Super Mario Bros. Für die S ist. Also auch das Schloss, das ist wirklich daran angelehnt. Man sieht's ja auch, da an den ganzen Blumen und so. Das sind alles die Sprites aus New Super Mario Bros. Für die S-Welt. Da waren das ja noch Sprites damals. Wäre das 3D programmiert worden, sähe das Spiel ultra scheiße aus. Dann sähe das so aus wie Mario Kart S und das will ja keiner. So, jetzt kommt hier, jetzt müssen wir hier Scheiß machen. Wow. Und hoch und nochmal hoch und perfekt und ich bin so gut. Jetzt haben wir schon fast 15 Minuten und bestimmt sind es doch schon 15, denn ich sehe die Anzeige etwas verspätet. Haben sie zwar nicht, aber egal. Wuhu! Geschafft. Na schön. Wunderschön. Ich finde es so gut. Ja. Erster. So, was könnten wir jetzt machen? Was gibt's denn noch so? Bobfahren gibt's noch. Ja, Bobfahren! Bob. Und es ist heute ein Päckchen gekommen. Das tue ich vermutlich auch noch in einem Unboxing auspacken von Club Nintendo. Ja! Das hatte ich mir bestellt und da stand, hey, das kommt in 4 Wochen! Das heißt, es wäre eigentlich noch 2 Wochen Zeit gewesen, dass es kommt. Aber ich bin ganz froh, dass es jetzt gekommen ist, denn dann kann ich gleich ein Unboxing... Das nehmen wir, Bobsport wollte ich nehmen. Aber nicht Traum, sondern... normal. Skeleton! Ah, ich liebe diesen Sprecher, der ist so scheiße. Charakter auswählen! Bowser! Ach, der sagt nicht Bowser, was? Wir machen geile Musik.
Aber halte die Wii-Fernbedienung vor den Körper. The Whistler Sliding Center. Auf British halt. Yeah. Okay, los geht's. Es. Komm, lade. Lade weiter. Lade fertig. Jetzt lade doch. Dankeschön. Am wenigsten haben die Zuschauer einen Schatten. Versteht ihr? Die waren schon mal besser. Nein, waren sie nicht. Und jetzt machen wir hier Party. Ha, toll. So, und jetzt geht's hier ab. Wir müssen auf der Linie in der Mitte bleiben, dann kriegen wir zusätzlichen Speed, sieht man vielleicht ganz dezent oben links an der Geschwindigkeitsanzeige. Oh yeah. Das heißt nämlich nicht km/h, das heißt Kilometer pro Stunde. Oder km pro Stunde. Beziehungsweise Kilometer durch Stunde. Mist, ich war darin auch schon mal besser. Vielleicht sollte ich das wirklich mal so machen mit dem Neigen von meinem Körper. Nein, sollte ich nicht, das ist scheiße. Ich muss mich halt auch echt ziemlich konzentrieren, deswegen kann ich jetzt nicht so kreativen Shit labern. Ah, hoch da! Ja! Ja, Bowser Browser gewinnt 1 Million Euro! In Bar! Nein, nicht in Bar. Oh, Erster! Ja, den Gold kann ich mir jetzt ein Eis kaufen. Yippie! So. Jetzt machen wir noch irgendeine Disziplin, die relativ schnell geht. Was geht denn relativ schnell? Ne, wir verlassen das Spiel und gehen in den Einkaufswagen-Dings. Bestimmt wird das Spiel jetzt ab, das wäre lustig. Vielleicht hört man es im Hintergrund, dass meine Wii total am Abgehen ist. Lade. Habt ihr eigentlich ein Balance-Board? Ich hab keins. Oh, wir haben eine neue Nachricht erhalten. Nein, neue Nachricht! Nein! Das Lustige ist ja, wir können eh nichts einkaufen, von daher. Nein, ich hab ja schon alles. Ich hab da vorne Mario und Sonic-Statuen und einen Weihnachtsbaum. Ich hab einen Pilz. Und ich hab einen Emerald. Und ich hab einen Sprungfeder. Und ich hab Ziele. Ich hab Dr. Eggman oder was das sein soll. Ich hab keine Ahnung. Hier da hinten, das Zielschild. Wollt ihr in der Bücherei was lesen? Ja, das lesen wir jetzt ganz schön. Nein, machen wir nicht. Ich hab schon alle Bände von Scheiße 1 bis 3. Offizieller Name der Olympiade. Also. Egal. Ich will nicht in der Bibliothek. Wart ihr schon mal in einer Bibliothek? Ich war schon mal in einer Bibliothek. Ist ziemlich langweilig. Hier, das finde ich ziemlich blöd. Hier, ich krieg schon seit Jahren keine Kostüme mehr. Und die Kostüme sind die einzigen Sachen, wo mir noch was fehlt. Hier, ich hab alles. Bis auf Kostüme. Kostüme, da fehlen immer ein bisschen. Und weiß ich nicht, wie ich die krieg. Das ist ziemlich scheiße. Ich hätte auch einen Weihnachtsmann mir erstellen können. Scheiße. Wieso habe ich das vergessen? Ach, nee, egal, brauchen wir eh nichts. Oh, hier eine Vollblume. Wow. Nein, nicht in den Sportshop. Ich wollte nochmal den Pilz hören. Bowser Julia. Oh. Ich wollte gerade sagen, der Stern hört sich an wie ein Insignia. Weil ich das weiß, findet es heraus. Nein. Es könnte sein, dass ich Super Mario Sunshine als Spiel besetze. Wow, das ist ja unglaublich. Wir schauen jetzt nochmal in meine persönlichen Nachrichten. Was geht denn da ab? Passt. Findet den Weihnachtsmann schon wieder. Es ist Weihnachten und der Weihnachtsmann ist beim Ski-Alpin-Traum. Wenn du ihn findest, wieder fährt, ist sicher etwas Gutes. Du kriegst ihn 300 Sterne extra. Moment, wann habe ich die letzten paar Nachrichten erhalten? 2012. Okay, ich habe das Spiel längere Zeit nicht angefasst, kann man, glaube ich, sagen. Nein, wir machen jetzt kein Wiederspiel mehr. Wir schauen uns jetzt den
Ja, wir schauen uns jetzt den Titelbildschirm an. Oh nee, ich könnt euch noch meine ganz vielen Medaillen zeigen. Ja! Ja, das haben wir jetzt! Ja! Bei den Olympischen Winterspielen. Florian. Das bin ich. Ich bin Florian. Rekorde! Spitzenrekorde! Hier Sportart Skialpin, Abfahrt! Da, schaut an! Ah, nee, nicht Spitzenrekorde, Preisgalerie, genau! Man konnte meine ganzen Medaillen reinziehen. Hier, Abfahrt. Wow, alles Gold. Oh, hier riesig, darum fehlen mir noch ein paar. Da fehlen mir auch noch ein paar. Fehlen mir kaum noch welche hier. Nee, da fehlen mir gar keine. Da fehlen mir noch ein paar. Fehlen mir auch noch ein paar. Da fehlen mir auch noch ein paar. Ein paar. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir keine. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir gar keine. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir keine mehr, weil wir das schon hatten. So. Traummedaillen. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir noch eine mit Eggman. Okay. Fehlen mir ein paar. Fehlen mir ein paar. Nee, fehlt keine. Fehlen mir ein paar. Fehlt mir keine. Fehlen mir keine. Fehlt mir keine. Fehlen mir ein paar. Keine. Ein paar. Ach, egal. Oh, wir haben Gleitschaufflug vergessen. Ah, fehlt mir ein paar und fehlt mir ein paar. Gleitflug ist meine Hass-Wintersport-Dings da. Mit Ausnahme von Schneeballschießen werfen da. Das ist auch ziemlich scheiße. Freundesabzeichen. Nintendo WFC Ranglistenabzeichen. Treueabzeichen. Was ist das denn hier? Besiege alle Rivalen im Sportfestmodus mit Tollbewertung. Ja, da fehlt mir noch König Buu. Den habe ich noch nie mit Toll besiegt. So, mindestens mal Partymodus 5-mal. Partymodus muss ich noch 5-mal. Hier, kauft ihr alle Kostüme in der Boutique. Der beweist, dass ich noch nicht alle hab. So, hier, erwerbe alle Gegenstände. Oh Gott. Kauft ihr alle Vorlagen im Sportshop. Da fehlen mir auch noch ein paar. Dann verdiene in allen Disziplinen und allen Charakteren mit der Mario-Serie Goldmedaille. Wow. Ja, da fehlen mir noch ein paar Luigi und ein paar Charaktere. Ich hab generell erst Mario, Yoshi, Sonic, Tails und Shadow komplett. Und Metal Sonic. Hier habe ich fast alles, bis auf das da. 5 Schüsse und erziele ein Shutout im Eishockey. Das ist jetzt auch ziemlich unspannend hier. Erschaffe ein Turkey. Türken. Ah! 3 Strikes in Folge. Ach, egal. Und hier? Hol dir alle Abzeichen. Wow! Das ist ziemlich scheiße. Na, egal. Ich würde sagen, das war's mit dem Part. Ich hoffe, dass der Ton vom Spiel aufgenommen wurde. Wenn nicht, dann ist mein Leben zerstört. Und tschüss! Frohe Weihnachten und so. Und ja, grüßt eure Familie. Feiert schön. Ich verabschiede mich. Ciao!